Wir sind pünktlich und ich würde auch noch ein paar Sekunden warten. So, ich glaube, die letzten, die sich noch zuschalten wollten, haben jetzt den Weg durch den digitalen Dschungel gefunden. Ja, ich heiße euch und dich herzlich willkommen zu unserer Lernorte für Morgenreihe, wo die Welt von morgen Gegenwart ist. Es ist unsere zweite Veranstaltung heute und überhaupt in der ganzen Reihe. Ich bin die Stefanie Reis und zusammen mit Simone Fritsch und Lennart Schütz und Sebastian Sanwald gestalten wir diese Woche, die eigentlich 10 Tage hat, mit 20 Veranstaltungen und über 20 Referentinnen, die uns in die Welt des Wandels in Zukunftsorte, in Reallabore, in Zukunftswerkstätten entführen werden. Das heißt, wir haben heute angefangen und es geht bis zum 21. März. Und wir freuen uns auf eine Reise, die inspirieren soll, die uns Kontakte knüpfen lässt und eine Möglichkeit gibt, anzuknüpfen an etwas, was wir vielleicht nicht gewohnt sind, an eine Welt oder einen Ort, den wir vielleicht noch nicht kennen und an dem wir vielleicht Neues entdecken können. Und diese Plattform, die Lernorte für morgen, haben wir vor knapp 2 Jahren aufgesetzt. Sie zeigt die Lernorte und diese Orte des Wandels aus GEN, aus dem Deutschen Ökodorf-Netzwerk und auch anderen Orten, die sich aufgemacht haben, mit Kopf, Herz und Hand vor Ort die Zukunft neu zu gestalten. Wir haben heute leider keinen Chat. Wir hatten gedacht, wir können mit Herrn Hüter heute Abend direkt in Kontakt treten. Das können wir jetzt leider nicht. Aber ihr seht unter der Videofunktion, die ihr da habt, dieses Kommentarfeld. Vielleicht könnt ihr dies benutzen und damit dann uns sozusagen die Fragen zuspielen, die wir dann hier in unserem Gespräch beantworten werden. So, jetzt sage ich aber Hallo zu unserem Gast. Gerald Hüter ist heute Abend bei uns und beglückt uns mit einem ganz spannenden Thema, nämlich wie wir leben können wollen und in und nach der Krise. Der Herr Hüter, der Gerald, ist Autor, Neurobiologe und Forscher, Initiator von vielen Organisationen und hat auch viele Projekte schon angestoßen und ist auch Speaker. Aber vor allem ist er ein sehr aufmerksamer Mensch, ein kritischer Geist und ein fortschrittlicher Denker, eigentlich auch ins Ungewisse hinein. Und das schätze ich sehr. Und wir haben gestern Abend gesprochen und wir sind von einem Thema zum nächsten gekommen. Und ich glaube, es wird ein sehr unterhaltsamer Abend. Vielen Dank, dass du da bist, Gerald. Hallo. Ja, danke, liebe Stefanie und alle, die uns heute hier zuschauen. Ich freue mich, dass wir das hingekriegt haben. Ich bin begeistert über alle Versuche von Menschen, die Art und Weise, wie sie ihr Zusammenleben gestalten wollen, nochmal anders auszuprobieren, zu gucken, was da wirklich miteinander geht. Ich bin ja Hirnforscher und das sieht man heute nicht mehr so sehr, weil ich habe da eben gesehen und ich schreibe lauter Bücher und die haben alle mit Hirnforschung auf den ersten Blick nicht so viel zu tun. Aber ich habe es eben 20 Jahre lang sozusagen experimentell gemacht und das hat mir dann auch gereicht und da habe ich genug gelernt, um heute mir zuzutrauen, dass ich diese Erkenntnisse aus der Hirnforschung so erklären kann, dass andere Leute verstehen, wie ihr eigenes Hirn tickt. Das ist mir schon ganz viel wert. Und manchmal versteht man dann sogar noch, warum andere so unterwegs sind, wie sie unterwegs sind. Es macht mir sehr viel Freude. Und wenn ich dann Gelegenheit habe, mit Menschen mich auszutauschen, die schon gemerkt haben, dass es irgendwie einer großen Verwandlung bedarf, damit wir auf diesem Planeten überleben können und die dafür die ersten Inseln schaffen und ausprobieren, wie es geht,
dann gefällt mir das noch so noch umso besser. Und vielleicht gelingt es heute uns beiden zusammen. Und wenn dann noch andere sich zuschalten und Fragen einbringen, vielleicht gelingt uns das auch tatsächlich, das ein bisschen rauszuarbeiten und rauszukitzeln, warum es so schwer ist. Also man sollte doch, Menschen, vernunftbegabte Wesen sollten doch in der Lage sein, ihr Leben so zu gestalten, dass sowas, wie wir das im Augenblick in der Ukraine erleben, nicht passiert. Mhm. Und da sind wir bei diesem Thema des heutigen Abends eigentlich. Davor hatten wir ja schon eine Krise und die haben wir auch Krieg genannt. Und das war dann der Krieg gegen die Viren. Das sagt dann der Biologe in mir, wer den ausgerufen hat, der hat nicht alle Tassen im Schrank, weil gegen Viren kann man definitiv keinen Krieg gewinnen. Und wie die anderen Kriege alle ausgegangen sind, braucht man sich ja nur mal anzuschauen. Richtig gewonnen hat den niemand. Das haben immer alle bezahlt dafür und am meisten die Frauen und die Kinder. So, und deshalb wäre das an der allerhöchsten Zeit, dass wir uns zusammenschließen und andere Formen des Umgangs miteinander finden, die das unmöglich machen, dass Menschen sich nochmal für sowas hergeben, dass die sich für so einen Scheiß begeistern lassen. Und da sind wir mitten in einem Lernprozess und ich bin kein Prophet, aber ich kann mit gutem Grund, glaube ich, vorhersagen, dass wir jetzt in einer Phase unserer gesellschaftlichen Entwicklung angekommen sind, wo das, was wir bisher gemacht haben, nicht mehr so geht. Also in Klammern wachstumsorientierte Ökonomie, globalisiert und digitalisiert, das scheint nicht zu funktionieren. Und deshalb haben wir jetzt und werden wir eine Krise nach der anderen kriegen. Das ist jetzt nur der Anfang. Die kommen alle Fuß auf Fuß und wir werden kaum noch zur Besinnung kommen, weil wir immer nur noch im Notfallmodus unterwegs sind. Und deshalb müssen wir Wege finden, wie wir uns sozusagen einander so einladen, ermutigen und inspirieren, dass wir Wege finden, dass wir nicht in diesem ganzen Krisenmodus wie die aufgescheuchten Hühner umherjagen und dabei eigentlich mehr Unsinn und Schaden anrichten, als dass dabei etwas Konstruktives passiert. So, das war das, weshalb ich dachte, das ist ein gutes Thema. Reden wir über das, wie wir, wenn die Krise dann mal vorbei ist, miteinander umgehen wollen. Und ich merke schon, dass ich eher die Tendenz habe zu sagen, man muss schon in der Krise anders miteinander umgehen. Und man kann nicht warten, bis der Kram vorbei ist. Vielleicht ist das nie vorbei. Aber mitten in der Krise ist überall auch die Hoffnung. Und überall gibt es neue Ansätze und überall gibt es wunderbare Begegnungen. Und unser menschliches Hirn ist so wunderbar plastisch und kann jederzeit da auch neue Vernetzungen aufbauen. Also mein Gott, also es sollte doch möglich sein. Und auch für so alte Säcke wie mich sollte es möglich sein, dass man da nochmal neue Verschaltung ins Hirn kriegt und sich von seinen Vorurteilen und seinen Vorstellungen, wie alles zu laufen hat, einfach mal verabschiedet und mal guckt, ob es nicht auch anders geht. Ja, da sprichst du ja mehrere Punkte an. Zum Beispiel, du sagst gerade, im Alter, neue Vernetzung, das sagst du ja selber, das Gehirn bleibt immer elastisch und kann sich praktisch verändern. Aber eigentlich ist es ja dann die Frage, warum tun wir es dann nicht? Wenn wir sozusagen die Möglichkeit dazu haben, die Gelegenheiten sind ja da und die Notwendigkeit ist ja auch da, dass wir uns verändern. Und warum tun wir so wenig? Das gibt da eine ganz einfache Antwort, weil die Art und Weise, wie wir unterwegs sind, mit diesen Vorstellungen, mit diesen inneren Einstellungen und das, was da unser Handeln sozusagen lenkt und leitet, das sind Lösungen. Das ist nicht Charakter, das ist nicht Persönlichkeit, das sind auch nicht einfach so Bewältigungsstrategien, wie das die Psychologen nennen, sondern wir haben so ein formbares Hirn, dass wir erst unterwegs beim Hineinwachsen in die Welt, und das ist ja eine soziale Welt, in die wir sind soziale Wesen, wir leben ja nicht alleine, also wir können ohne andere gar nicht. Und wenn wir dann in die Welt der anderen hineinwachsen, die ja auch Suchende sind und sich manchmal auch schon verirrt haben, dann kommt man sehr schnell in eine Situation, wo das, was man eigentlich sich wünscht und wo man so auch hofft, dass man seine Bedürfnisse dort stillen kann, dass das nicht geht. Und dann hat man ein Problem.
Und dafür muss man eine Lösung finden. Können wir nachher noch ein bisschen länger darüber reden, was das für Lösungen sind. Jetzt will ich nur darauf hinaus, dass die Lösung, die man da findet, immer eine Lösung ist, wo ein im Hirn auf entstandener unruhiger Zustand, den nennen wir Inkohärenz, elektrophysiologisch heißt das Arousal, da feuern die Nervenzellen durcheinander. Und das könnt ihr euch alle vorstellen, das ist auch ein Zustand, wo irrsinnig viel Energie verbraucht wird. Und zwar von jeder einzelnen Nervenzelle. Immer wenn die da so einen Impuls raushaut, das kostet Energie, das, diese Ionen wieder zurückzupumpen und alles. Und das, deshalb ist das ein sehr ungünstiger Zustand, wenn man so viel Durcheinander in der Birne hat. Und da gibt es dann diese Tendenz, dass man, und das breitet sich auch aus, und dann kommt es in die Bereiche, wo die körperliche Regulation von da oben aus gesteuert wird, und dann merkt man es im ganzen Körper, wie sich da diese Problematik so ausbreitet. Somatische Marker nennt man das. Also dann fängt das Herz an zu rasen, Schweißausbruch, Haare stehen zu Berge, Knie werden weich, man kriegt keine Luft mehr. Dann ist man im Würgegriff dieses Problems gelandet. Und da merkt man dann spätestens, wenn es im Körper angekommen ist, das geht so nicht, da muss man wieder raus. Und dann suchen wir eine Lösung. Und wenn wir dann eine Lösung finden, das ist dann immer eine Lösung, die diesen inkohärenten Durcheinanderzustand, der sehr viel Energie verbraucht, automatisch in einen verwandelt, der weniger Energie verbraucht. Das ist das, so banal ist das. Und dabei wird ja das sozusagen energiefrei, und die wird benutzt, um im inneren Bereichen des Hirns, im Mittelhirn, Bereiche zu aktivieren, die nennen die Hirnforscher Belohnungszentrum. Und da werden Botenstoffe ausgeschüttet, die wirken so ähnlich wie Dünger im Hirn. Und das sind neuroplastische Botenstoffe. Und die, wenn diese neuroplastischen Botenstoffe dann so wie Wachstumsfaktoren auf die Nervenzellen kommen, dann fangen die Nervenzellen nochmal an, andere Gene abzuschreiben, machen nochmal neue Eiweiße, solche, die sie brauchen, um neue Fortsätze auszuwachsen oder neue Kontakte zu machen. Mit anderen Worten, immer dann, wenn wir eine Lösung für ein Problem finden, werden die dabei im Hirn benutzten Vernetzungen gedüngt und wachsen besser aus. Und dadurch werden wir dann bei dieser Lösung das nächste Mal immer schon ein Stückchen besser. Das gilt für Fahrradfahren, für Autofahren. Am Anfang ist es furchtbar schwierig, alles ist durcheinander. Und dann lernt man, wie das alles, man könnte fast sagen, die Nervenzellen im Hirn lernen, wie sie sich arrangieren müssen, dass man dann nicht vom Fahrrad runterfällt. Und dann kann man es, und das ist dann auf einmal ein energiesparendes Ding. Und dabei hat man sich Vernetzungen ins Hirn gebaut, Lösungen, wie das Fahrradfahren geht oder das Autofahren. Und das gilt aber für alle anderen Bereiche auch. Das gilt auch, wie ich mit Mama und Papa umgehe, mit meinen Freunden. Wie ich mich in der Welt zurechtzufinden versuche, ob ich eher so einer bin, der dann als Lösung diese Möglichkeit findet, alles unter Kontrolle kriegen zu wollen, damit bloß nichts passiert, oder ob ich einer bin, der immer ständig versucht, andere unter meine Fuchtel zu kriegen und vor meinen Karren zu spannen, damit ich gut vorankomme, oder ob ich jemand werde, der sich zurückzieht und sich selber die Schuld an allem gibt und sagt, ich kann das nicht, ich bin zu blöd, alles Lösung. Ja. Und wenn man das so rum sieht, dann merkt man plötzlich, also wenn man es ganz hart sagt, heißt es, unser Gegenüber, also du, so wie du da bist und wie du unterwegs bist, und wenn ich dich noch besser kennen würde, könnte ich da noch viel mehr dazu sagen, aber das, was du mir da zeigst, sind die von dir im Laufe deines Lebens gefundenen Lösungen. Ja. Und dann muss man noch dazu sagen, nicht jede Lösung, die du damals gefunden hast in irgendeiner Zeit, mit 16 oder mit 3 oder mit 5, ja, es war nötig, dass du eine findest, sonst wäre dir das Hirn geplatzt oder du wärst krank geworden oder sonst was. Also wir sind schon so, dass wir eine Lösung finden, aber nicht jede Lösung ist eine gute. In der Situation geht es nicht anders. Du kannst deine Eltern nicht ändern, du musst in die Schule. So, also dann musst du eine Lösung finden, und die ist im Moment auch erstmal okay, dass man sich zum wegduckt oder dass man aufmuppt oder irgendwas macht, manchmal auch um sich schlägt. Im Moment ist das okay, anders ging es nicht, aber wenn das dann noch weitergeführt wird und du machst das nächste Mal wieder und merkst, hey, das geht ja. Wenn ich die anderen am Spielplatz so richtig drangsaliere, dann hören die auf mich und dann habe ich hier Ruhe.
dann entsteht das als ein, dann wird das dieser kleine Nervenverbindungsweg im Hirn, der das möglich macht, der wird dann eine Straße und am Ende hast du eine Autobahn in der Birne und dann musst du immer andere Leute drangsalieren. So, und jetzt kommt die Antwort auf deine Frage. Sowas haben wir jetzt alle im Kopf in Form von Verhaltensweisen, von inneren Einstellungen, von Haltungen und vor allen Dingen in Form von festen Vorstellungen. So muss es gehen. So, und jetzt bist du das ganze Leben lang mit sowas unterwegs. Also ich zum Beispiel, ja, Hirnforscher, experimenteller Hirnforscher, Tag und Nacht gearbeitet, da alle möglichen Kongresse besucht und Originalarbeiten geschrieben und Experimente gemacht. Das hätte leicht passieren können, dass ich mich als Mensch mit dieser Hirnforscherfunktion, die ich dann eine Zeit lang ausgeübt habe, verwechsle. Also Menschen identifizieren sich mit den Lösungen, die sie haben. Und wenn man sie fragt, warum bist du denn so, sagen sie, ja, das bin ich doch, so bin ich. Ja, die identifizieren sich mit den bescheuerten Lösungen, die sie gefunden haben. Und wenn du dann kommst und sagst, du sag mal, du blöder Hirnforscher, du könntest, deine Frau ist dir schon weggelaufen, die Kinder haben dich verlassen und du weißt genau, dass du auf dieser Welt und mit allem Einsatz dieser Welt keinen Nobelpreis mehr kriegst, dann finde ich das nicht nett, wenn das einer zu mir sagt. Das finde ich sogar, also das finde ich furchtbar. Also und im Grunde genommen fühle ich mich dann so, als wollte der mir einen Arm oder ein Bein abschneiden. So sehr bin ich nicht. Ja, so sehr bin ich mit meiner Lösung, und zwar je länger und je erfolgreicher ich damit umhergerannt bin, so sehr bin ich damit identifiziert. Und deshalb heißt die Antwort, ja, wir könnten uns ändern. Aber das würde ja bedeuten, dass man das loslässt, was einem bis dahin geholfen hat. Das macht ja keiner so gerne. Und deshalb bleiben viele Menschen, die stecken bis zum Hals im Sumpf, können kaum noch einen Arm und ein Bein rühren. Und dann kommst du und sagst, steig doch raus, da drüben ist das Ufer. Ja, die gehen nicht da raus. Der Spatz in der Hand ist mir lieber als die Taube auf dem Dach, weil weiß, was da oben auf dem Ufer ist. Da ist es kalt, da ist ein Wind und hinter dem Ufer ist möglicherweise ein Abgrund. Also bleibe ich lieber hier sitzen. Hier weiß ich wenigstens, was ich habe. Mit meinen Lösungen, die ich habe, kann ich mir ja immer noch über Wasser halten. Ich lebe zwar nicht mehr, ich funktioniere nur noch, aber so. Und dann kommt eine Situation, wo, jetzt mache ich mal einen ganz bösen Seitenhieb, wo man dann glaubt, das Wichtigste im Leben sei, dass man möglichst lange lebt. So, Hauptsache man lebt noch. Und das ist eine sehr fragwürdige Auffassung, weil das kann sein, dass man, wenn man bis hierher im Hals steckt oder bis sonst über die Ohren im Hamsterrad sitzt und nur noch funktioniert und man dafür seine inneren, wirklichen, lebendigen Bedürfnisse so weit unterdrückt hat, dass die gar nicht mehr hochkommen und man schon fast wie so ein Automat funktioniert, das kann sein, dass das also schlimmer ist als der Tod. Noch am Leben, aber nicht mehr lebendig. Mhm. Ja, wenn man so identifiziert ist mit seinem Weg und mit seiner sozialen Umgebung und eigentlich mit diesem ganzen Paradigma, in dem wir leben, dann wird es wahrscheinlich schwierig, sich aus dieser Sicherheit rauszubegeben. Das verstehe ich schon. Aber wenn genau das jetzt passiert, diese scheinbare Sicherheit, das Gewohnte, das Belastbare, das Vorhersehbare, ist ja jetzt erschüttert auf vielen Ebenen. Und wir sind ja jetzt sozusagen in einer Krise gezwungen, uns zu ändern. So. Und jetzt hat dieses Gebilde in Aufruhr, muss jetzt schnell eine neue Lösung finden. Und ich glaube, mangels Alternativen ist es gar nicht so einfach, wenn man bisher sich nicht unbedingt auf den Weg gemacht hat, zu sagen, ich stelle mal alles in Frage, was mir bisher passiert ist. Weil das ist ja ein Auslöser, über sich selber überhaupt mal nachzudenken. Wenn das nicht passiert ist, dann kann ich mir vorstellen, dass es ganz schön schwierig ist, jetzt zu reagieren. Und in welche Richtung soll ich denn als jetzt ängstlicher oder verunsicherter Mensch hinreagieren? Wir reden gleich nochmal über den Einzelnen, weil der Einzelne könnte ja schon. Aber was wir ja erleben, ist ja eine Massenbewegung, die von irgendwelchen Verantwortlichen dann gelenkt und gesteuert wird. Und wenn es so viele Menschen gibt, die es nicht zulassen können, dass sie irgendwas nicht unter Kontrolle haben, und die immer alles im Griff haben wollen,
dann müssen auch die politischen Instanzen, wenn sie nicht ganz schnell Gefahr laufen wollen, abgewählt zu werden, dann machen die das, was die Wähler wollen. Jetzt will ich das nicht am Beispiel Corona-Krise festmachen und auch nicht an dem, was wir da im Augenblick erleben, aber schon die Tatsache, dass wir bereit sind, einfach unseren Rüstungsetat so bedenkenlos in die Höhe zu schrauben, ist schon interessant und heißt nichts anderes, als dass auch den Politikern dann nichts anderes einfällt, als das zu tun, was die Mehrheit der Bevölkerung möchte, und die Mehrheit der Bevölkerung neigt dazu, in Krisensituationen auf das Bewährte zurückzugreifen. Zurück in die alten Denkmuster oder möglichst noch mehr vom Alten. So, und dem folgt dann auch die Politik und dadurch verstärkt sich das auch gegenseitig. Die Medien blasen auch noch ins selbe Horn und dann hat man eine Situation, wo dann am Ende kaum noch einer wieder rauskommt. Und das ist die häufigste Reaktion auf Krisen. Deshalb habe ich immer eher ein bisschen Angst vor Krisen. Dieser schöne Satz, in jeder Krise steckt eine Chance, ist schon richtig. Aber wenn es sich um Massenbewegungen handelt, habe ich selten was erlebt, wo eine Krise tatsächlich eine Chance geworden ist. Es ist meistens noch blöder geworden als vorher. Weil dann rufen die wie aufgescheuchte Hühner nach einem starken Mann und da muss da findet sich auch irgendeiner, der ihnen verspricht, der könnte das Problem jetzt lösen. Und ruckzuck ist man in einem totalitären, autoritären, autokratischen System. Und Herr Trump war ja schon zum Beispiel, davon gibt es dann noch andere. Der Putin ist ja im Grunde genommen auch nichts anderes. Und dann gibt es auch immer genug Leute, die froh sind, dass endlich einer gekommen ist und ihnen sagt, wo sie lang sollen. Und warum sind wir nicht vernünftig? Also an welchem Punkt haben wir denn eigentlich nicht mehr selber gedacht? Weil eine Masse besteht ja aus vielen Individuen. Genau, und deshalb gucken wir uns jetzt den Einzelnen an, weil da geht es. Und da sind wir auch eher bei euch in euren Gemeinschaften, weil diese Gemeinschaften, die Lebensgemeinschaften, die ihr formen wollt, sind ja sozusagen nicht Masse, sondern da haben sich Leute zusammengetan, die aus irgendwelchen guten Gründen sagen, wir müssen das anders miteinander versuchen. Und dafür fängt es jetzt an, interessant zu werden. Die große Masse werdet ihr nicht ändern können. Aber ihr könnt dort, wo ihr miteinander neue Wege gehen könnt und auch lernt, wie das funktioniert, fängt, da sind wir beim Titel dieses Gesprächs, da fängt die Zukunft an. Du musst nicht warten, bis es alle gemacht haben. Wenn es dir in deiner Lebensgemeinschaft gelingt, vielleicht auch in deiner Familie oder in dem Ort, wo du bist oder mit den Freunden, mit denen du zusammen bist, wenn es dir gelingt, in einer Gemeinschaft mit anderen eine Art von Umgang miteinander zu finden, der nicht mehr dem folgt, wie alle anderen Menschen miteinander umgehen, sondern der davon geprägt ist, dass, ich sage es jetzt gleich mal so, wie es richtig genannt werden muss, der davon bestimmt ist, dass keiner aus dieser Gemeinschaft jemals einen anderen zum Objekt macht. Nicht zum Objekt seiner Erwartungen, seiner Belehrungen, seiner Ziele und dann auch nicht seiner Bewertungen und auch nicht seiner Maßnahmen und was ist da so. Also wenn es gelänge, dass wir miteinander so einander begegnen könnten, dann würde jeder von uns das Gefühl haben, dass er dazugehört, dass er so, wie er ist, richtig ist, dass er dazugehört und dass er gleichzeitig auch eigentlich von allen anderen, dass alle anderen sich wünschen, dass er in die eigene Kraft kommt. Da hat ja keiner Interesse daran, einen sozusagen in den Sack zu hauen. Und da gibt man sich Mühe, dass die anderen, mit denen man zusammen lebt und sich auf den Weg gemacht hat, dass die auch den Berg hochkommen. Also das ist ja vielleicht wie so eine Seilschaft auf dem Berg. Da kann nicht einer vorne wegrennen und sagen, ich bin oben, sondern da müssen alle einander helfen und jeder hat irgendein anderes Talent und das wird dann eingesetzt, damit man gemeinsam auf den Berg kommt. Und dort, wo das passiert, dort ist die Zukunft sozusagen schon angebrochen. Und da muss man nicht warten, bis alle anderen das auch machen. Und deshalb hat das so einen Charme, weil das auch hochattraktiv ist. Und wenn es euch gelänge, das auch euch selbst bewusst zu machen, was ihr da für eine Zukunft schmiedet in euren Gemeinschaften, dann könnte es vielleicht auch gelingen, dass ihr das noch stärker nach außen tragt
und zwar nicht als eine Ideologie, sondern als ein anderes Modell des Umgangs miteinander. Ja. Und das könnte auch für andere sehr attraktiv sein. Bisher machen die es sich ja total einfach. Die sagen, die sind alle bescheuert, die machen hier Kommune und machen dieses und jenes. Ja, so. Und damit sind sie das Problem los. Ihr werdet in den Sack der Vorurteile gesteckt. Und da würde ich auch durch das Gespräch, was wir hier führen, euch Mut machen, dass ihr da nicht reingeht. Das ist eine Falle. Eher müssten die kommen und müssten neugierig fragen, was ihr gemacht habt, weil die alle so glücklich aussieht. Und weil euch auch so vieles gelingt, was die nicht hinkriegen. Ja. Und dann wird es interessant. Ja, wenn ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, es ist ja nicht so, dass wir in Gemeinschaft landen und dann sagen, jetzt sind wir zusammen, jetzt wird alles besser. Sondern tatsächlich ist es ja so, in Gemeinschaft funktioniert es oft nur, wenn ich mir meiner selbst bewusst bin. Also mit allen sonnigen Seiten, aber auch den Charakterzügen oder Schwächen, die ich habe, um überhaupt wirksam werden zu können. Ich muss erstmal rausfinden, was ich denn eigentlich will. Und ich glaube, da kommen wir an einen ganz sensiblen Punkt, dass die Art und Weise, wie wir uns isolieren und isoliert werden voneinander, in welchen Systemen wir, in welcher Geschwindigkeit wir in welche Richtung laufen, dass ich mich das eigentlich gar nicht mehr fragen kann, mit welchen Fähigkeiten und Schönheiten ich ausgestattet auf dieser Welt ankomme und mit was ich eigentlich wirklich dazu beitragen kann. Und Gemeinschaft ist nicht so, dass man per se nur anfängt, gemeinsam Dinge zu tun. Es ist ganz oft so, dass man da ganz schön an seine Grenzen kommt, wenn man eben gemeinsam Dinge tun will, weil wir es gar nicht mehr gelernt haben, gemeinsam Dinge zu tun. Das finde ich ein ganz spannendes Ding, weil ich viele Leute erlebe, die kommen in Gemeinschaft und sagen, ich will so leben. Und wenn ich dann frage, was heißt denn so, dass es gar nicht klar ist. Es soll nur anders sein. Aber es gibt in dem normalen Umfeld im Leben gar nicht so viele Anlässe und Gelegenheiten, mich das zu fragen, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Und damit komme ich oft nicht an den Punkt, der da wirklich innerlich heißt, das ist meine innere Berufung oder mein inneres Selbst. Also es ist auch abhängig von Ort und Zeit und Kultur und Geschichte, aber die Atemlosigkeit, glaube ich, die in dem bisherigen Leben steckt, überall, lässt wenig Raum für Reflexion und auch Konzentration auf irgendwas Neues. Ja, man kann das erstens auch umdrehen und kann sagen, wir machen so eine Hektik, weil wir uns davor drücken wollen, das Wesentliche uns anzuschauen. Es ist sehr bequem, umherzurasen und immerzu was zu tun zu haben, weil man dann keine Zeit hat und nicht keine Muße ist das richtige Wort. Dann hat man keine Muße, mal wirklich diese entscheidenden Fragen zu stellen. Wie will ich eigentlich leben? Wofür will ich leben? Worum will ich mich kümmern? So, das sind ja Lebensfragen und das wird ja kaum jemals gestellt. Und dann kommt man auf die Idee, man schließt sich einer Lebensgemeinschaft an. Und man ist dann, wie wir das so schön eben rausgearbeitet haben, das Ergebnis seiner bisher gefundenen Lösungen. Also mit all diesen sonderbaren Verhaltensweisen, mit diesen sonderbaren inneren Einstellungen und den blöden Vorstellungen, die man alle in der Birne hat, mit denen man sich bisher so versucht hat, durchzukämpfen. Und jetzt willst du solche unterschiedlichen Menschen in einer Gemeinschaft so zusammenbringen, dass das fruchtbar wird und dass die sich gegenseitig helfen. Und nicht aus altruistischen Gründen, sondern weil sie sich mögen. Und weil ihnen der andere wichtig ist. So. Und das ist nicht einfach, ja, das stimmt. Und ich glaube trotzdem nicht, dass es Arbeit macht. Und meine Frau sagt immer, wenn es richtig ist, was du tust, dann wird es immer einfacher. Und wenn es immer schwerer wird und anstrengender, dann lass es, dann bist du auf dem falschen Weg. Und das kann stimmen, also das würde auch wieder das bestätigen, was wir vorhin gesagt haben, wie das Hirn arbeitet.
man muss einen Zustand finden, wo das, was da oben ist, alles gut zusammenpasst, damit nicht so viel Energie verbraucht wird. Und deshalb muss auch jede Gemeinschaft etwas finden, was sie zusammenhält, damit das nicht in lauter Partikularinteressen auseinanderfliegt. Und die Partikularinteressen sind aber nicht wirkliche Partikularinteressen, sondern das ist das Ergebnis der von diesen verschiedenen Mitgliedern dieser Gemeinschaft bis dahin gemachten individuellen Lösungen. So, und das, was da manchmal hilft, ist ja schon Verständnis, dass man also nicht mehr sagt, du hast eine Meise, sondern dass man sagt, aha, das, wo, wann, seit wann glaubst du denn oder bist du davon überzeugt, dass das die richtige Lösung ist, dass das überhaupt eine Lösung ist? Da merkt man, vieles hat man sich als kleines Kind als Lösung zusammengeglaubt. Und das ging damals nicht anders. Und es ist dann eben immer weiter verstärkt worden und dann ist man, ne, dann hängt man drin in diesem Muster. Und dann hat man lauter so verschiedene Leute und dann ist die ganze Gemeinschaft auch inkohärent. Weil das braucht auch einen Haufen Energie, dieses ganze Zeug unter einen, also diesen Hühnerhaufen unter eine Fuchtel zu bringen. So. Und da gibt es eine einfache Variante, die dann, in die Menschen dann in solchen Situationen auch immer wieder zurückfallen. Und da finde ich es toll, dass ihr die bei euch fast durch bestimmte Regeln ausgeschlossen habt. Aber die einfache Variante kennt ihr und die hat sich auch manchmal in Gemeinschaften durchgesetzt. Das heißt, einer macht den Anführer und alle anderen latschen hinter diesem Guru her. Dann ist es kohärent, ne? Dann passt es. Machen alle dasselbe, sind alle derselben Überzeugung, alle machen Friede, Freude, Eierkuchen und Eiter da und sitzen gemeinsam und singen. Ja, toll. Ne? Das ist eine Gemeinschaft Gleichgesinnter, die, vor denen kriege ich immer Angst. Ja, das sind ja wir ja gar nicht. Wir haben ja unter den ganzen Werten und Visionen steht ja die Vielfalt immer an höchster Stelle. Genau, und eigentlich, wenn ich dir jetzt so zuhöre, ist eigentlich Vielfalt genau nicht kohärenzerzeugend, sondern eher Aufruhr erzeugend. Ja, aber ich habe das ja nicht ohne Grund gesagt, dass die Gefahr relativ groß ist, dass man sich so hierarchisch strukturiert und dann ist das Ganze kohärent und energiesparend und Menschen neigen dazu, das ist ja auch das alte Prinzip, was es seit 100.000 Jahren gibt. Nee, nicht 100.000, seit der Sesshaftwertung haben wir diese hierarchischen Ordnungssysteme. Und die dienen, das ist ein kohärenzstiftendes Prinzip, um menschliche Gemeinschaften sozusagen einigermaßen so zusammenwirken zu lassen, dass da nicht zu viel Energie verloren geht und nicht alles durcheinander läuft. So. Und jetzt habt ihr aber gesagt, wir wollen jetzt nicht so einen Anführer. Und da heißt dann die zweite Frage, gut, wenn ihr jetzt keinen Anführer wollt, was ist denn dann euer kohärenzstiftendes, Ordnung in euer Zusammenleben bringendes Prinzip? Und da habe ich lange drüber nachgedacht, weil das ist dann ja ganz entscheidend. Das ist ja auch in der Wirtschaft. Die versuchen, flache Hierarchien zu machen und wundern sich, warum das nicht funktioniert mit Mitarbeitern, die eigentlich das ganze Leben lang gewohnt sind, das zu machen, was ihnen gesagt wird. Kannst du nicht einfach die Führung wegnehmen, dann laufen die umher und machen gar nichts mehr und alles geht runter und drüber. Das heißt, bevor du flache Hierarchien machen kannst und die Führungsstrukturen auflösen kannst, musst du die Einzelnen erstmal befähigen, mit dieser Freiheit und mit dieser Selbstverantwortung umzugehen. Ja, Wahnsinn. Ne? Das ist ein interessanter Prozess. Da könnt ihr euch gegenseitig wirklich helfen. Und es wird dann leichter, dieses sich gegenseitig helfen, wenn man weiß, warum man zusammen ist. Und deshalb suche ich immer bei diesen Gemeinschaften, das ist manchmal auch ein bisschen eine bösartige Frage, aber ich frage immer, was ist euer gemeinsames Anliegen? Also da suche ich nach etwas, was jedem einzelnen Mitglied dieser Gemeinschaft gleichermaßen am Herzen liegt und wo der gleichzeitig oder sie gleichzeitig sagt, aber das, was mir da so sehr am Herzen liegt, das kann ich nur in dieser Gemeinschaft verwirklichen. Und deshalb bin ich hier. So, und wenn du sowas hast, ein gemeinsames Herzensanliegen, dann wirkt das wie eine Führungskraft. Kohärenzstiftend, aber lässt jeden in seiner Einzigartigkeit so sein, wie er ist. Und dann hat man etwas, das ist eigentlich das Erfolgsprinzip der Primaten wiederentdeckt. Das heißt nämlich individualisierte Gemeinschaft. Auf jeden kommt es an, aber es geht nur zusammen. Und damit es zusammen gehen kann, brauchst du etwas, was den Zusammenhalt gewährleistet. Und das kann
das kann nicht etwas, das muss etwas sein, was größer ist und über diese Gemeinschaft hinausreicht. Da kommen wir jetzt in Bereiche, wo es richtig spannend wird, weil das ist ja dann die Frage, wofür wollen wir als Gemeinschaft da sein? Dass es uns gut geht, dann bist du nicht viel anders unterwegs als die ganzen Kreuzfahrtschiffe, die Kunden von diesen Kreuzfahrtschiffen, die wollen auch nur, dass es ihnen gut geht. Nee, man müsste wissen, wofür man unterwegs ist. Ja. Das ist cool. Ja, das ist aber, das habe ich dann bei meinen Besuchen, die eine oder andere Gemeinschaft habe ich ja dann auch besucht und habe mir das angeguckt und ich habe gemerkt, das ist nicht immer ganz klar. Das haben die sich noch nicht bewusst gemacht. Und du hast ja eben gesagt, das wäre aber das, was man sich bewusst machen muss. Und es könnte aber sein, würde ich jetzt einwenden, dass das gar kein kognitiver Prozess ist. Könnte sein, dass das etwas ist, was man spüren muss. Dass das eine Empfindung ist. Also was ganz Zartes. Und da komme ich dann zu einem Punkt, den ich unglaublich spannend finde. Nämlich, dass wir in der westlichen Welt das Kunststück fertiggebracht haben, unsere Kinder so groß zu ziehen, dass die es lernen, ihr Denken und Handeln von ihrem Empfinden abzutrennen. So, das ist ein ganz Wunderpunkt in unserer Gesellschaft, weil du in unserer gegenwärtigen Gesellschaft als Kind gar nicht anders groß werden kannst. Du wirst verrückt, wenn du das nicht lernst. Und deshalb haben es fast alle einigermaßen gut gelernt. Und das, ich will mal an einem Beispiel deutlich machen, wie schnell das geht. Also wenn du als Vater mit deinem Sohn durch die Stadt gehst, dauert nicht lange, dann siehst du irgendwo einen Bettler sitzen. Und dann guckst du dir diesen Dreijährigen an, oder der Vater sieht das nicht, aber du kannst die beiden beobachten. Und dann siehst du, wie das Kind diesen Bettler anguckt und dann guckt es den Papa an. Und es will von dem Papa eine Antwort. Und es hat natürlich Mitgefühl mit diesem Bettler und würde wahrscheinlich sofort hingehen und dem was schenken oder ihm helfen. Und dann zieht der Papa aber am Arm, dass die da schnell vorbeikommen. Und er bietet dem Kind eine kognitive Erklärung für das, was sie eben erlebt haben. Es wird das Empfinden sozusagen durch eine Erklärung abgelöst. Und die heißt dann, der ist selber dran schuld oder also furchtbare Sachen werden da. So, und dann hat das Kind etwas Wichtiges gelernt, nämlich, das ist nicht immer richtig, was ich empfinde. Der Papa weiß das besser. So, und dasselbe passiert dem Kind, wenn es dem Streit der Eltern zuschauen muss. Die hauen sich da das dauernd um die Ohren. Das Kind hat dieses natürliche Empfinden, dass es den Eltern helfen will, sich wieder zu verstehen. Und muss erleben, dass es das nicht kann. Und kriegt dann von den Eltern zu hören, warum sie sich dauernd streiten. Der Papa schraubt die Zahnpastatube nicht richtig zu und die Mama ist mit Lockenwicklern immer am Tisch. Irgend so ein Scheiß, was also überhaupt nicht das ist, was das Kind braucht. Das Kind müsste in den Arm genommen werden und müsste getröstet werden und ihm müsste klargemacht werden, dass sein Empfinden richtig ist. Es tut uns leid, wir sind bescheuert. Und du hast es gemerkt, danke dafür. So, und dann merkst du dann, aber da kann man sich natürlich dann anschließend nicht mehr trennen. Ne? Da kann man den Lebensentwurf nicht mehr durchziehen. Und deshalb lernen, man müsste sagen, wir zwingen unsere Kinder in Situationen, wo die als Lösung ihr Empfinden von ihrem Denken und Handeln wegtrennen müssen. Und das ist eine Katastrophe. Und deshalb ist für meine Begriffe das die wichtigste Aufgabe, die wir in der gegenwärtigen Situation haben, dass wir das wieder zusammenkriegen. Das ist ein Kunstprodukt. Normalerweise ist Denken, Fühlen und Handeln eins. Und das ist eine ganz komplizierte Kulturleistung, dass wir das unseren Kindern beibringen. Und uns hat man es ja auch beigebracht. Und wir finden das auch noch normal. Und dann wird auch noch gestritten, ist denn das Denken besser oder das Fühlen. Also da muss man sagen, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Das gehört aber zusammen. Wir sind ja auch schon aufgewachsen mit diesem Unterdrückten oder Getrennten oder mit diesem Angepassten. Also wenn ich fühle und das ausdrücke, bin ich ja nicht immer angenehm.
oder ich bin nicht immer dienlich oder ich bin nicht immer der Situation förderlich. Und deswegen habe ich das ja irgendwie auch schon als normal abgespeichert und bin jetzt im Erwachsenenmodus sozusagen und merke das vielleicht gar nicht mehr. Also was? Ja, und die haben dir auch beigebracht, das zu erklären, vor dir selbst zu erklären, warum das richtig ist, was du da machst. Und damit bist du auf dieser kognitiven Ebene angekommen, die wir seit der Aufklärung sozusagen so richtig hochgefahren haben. Und damals hat man geglaubt, dass die kognitiven Fähigkeiten des Menschen sowas ganz Tolles sind und dass wir mit Hilfe unseres nackten Verstandes alle Probleme dieser Welt lösen können. Mag sein, nach den Erfahrungen im Mittelalter mit Hexenverbrennung und so, mag sein, dass das damals eine Lösung gewesen ist, aber die haben wir hoffnungslos in eine Sackgasse getrieben. Denn jetzt sitzen wir da und merken das erste Mal, also eigentlich ist das ja eine bittere Erkenntnis, aber das erste Mal merken wir diese kognitiven Fähigkeiten, auf die wir so viel Wert legen und die in der Schule sozusagen im Mittelpunkt von allem stehen, haben für uns Menschen eigentlich keinen Wert. Denn du kannst mit den großartigsten Schulabschlüssen und mit den allerbesten kognitiven Fähigkeiten das größte Schwein dieser Welt werden. Und da tut es mir leid, wenn ich da Schwein sage, weil die Schweine machen sowas nicht. Also der Mensch kann dadurch, dass er seine Empfindungen von seinem Denken trennt, kann der dann mit Hilfe seines Denkens Kriegstreiber werden. Er kann Gifthersteller werden, er kann Pestizide auf den Acker tragen und alles vernichten. Und er kann, also ja, um uns sind sie überall, diese Leute. Und wenn man dann guckt nach den kognitiven Fähigkeiten, an denen mangelt es denen nicht. Selbst ein Mafia-Boss muss kognitiv richtig gut drauf sein. So, das heißt, wir sind da in eine Falle gegangen. Wir haben geglaubt, dass die kognitiven Fähigkeiten etwas sein, was uns hilft, Mensch zu werden oder unser Leben zu gestalten. Und in Wirklichkeit müssen wir feststellen, dass alle diese Leute, die heute für das Elend dieser Welt verantwortlich sind, weil sie in verantwortlichen Positionen sitzen und dort Dinge tun, die nicht gut sind für diese Welt, die waren alle in den besten Schulen, die haben alle die besten Schulabschlüsse gemacht. Die waren auf den besten Universitäten, die haben sozusagen die kognitiven Fähigkeiten großartig entfaltet, aber sie haben kein Mitgefühl mehr. Ihr Empfinden für sich selbst und für andere Menschen mussten sie dazu abtöten. Also ich nenne das immer, mussten es einwickeln im Hirn, damit es nicht mehr dauernd sich meldet. Und deshalb sind wir jetzt in so einer Phase, wo es eigentlich darum geht, dass wir uns aus diesen Verwicklungen, die wir uns da alle mehr oder weniger ins Hirn gebaut haben und mit denen wir unsere lebendigen Bedürfnisse so weit eingewickelt haben und auch unser Mitgefühl und unsere Empfindsamkeit und unsere Sinnlichkeit und unsere Lebendigkeit, ja, jetzt kommt es darauf an, dass wir das wieder auswickeln. Also erst haben wir es verwickelt und jetzt müssen wir es entwickeln. Und dann kann ich sagen, da wird es richtig interessant, wenn einem das gelingt, das wieder rauszuholen, dann kriegt man ja wieder Kontakt mit seinem Mitgefühl. Das ist ja nicht weg, das ist ja nur zugewickelt im Hirn. Um das nicht so komisch, banal zu sagen, es sind hemmende Vernetzungen und Verschaltungen über die Bereiche und Netzwerke hinweggewachsen, die eigentlich für Mitgefühl, für diese Freude, die Generierung der Freude am eigenen Entdecken und Gestalten, für das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und so, die generieren das und dann stört das aber so sehr, da kann man niemals richtig erfolgreich werden in unserer gegenwärtigen Welt, wenn man das alles hat. Also wird das eingewickelt und zugewickelt und es entstehen hemmende Vernetzungen, die die Aktivität der darunterliegenden so weit weghemmen, dass es nicht mehr da ist. Und dann kann ich alles so machen, wie ich mir das denke. Und dann bin ich ein kognitives Arschloch. Und um nicht wieder Schwein zu sagen. Aber ich habe Angst vor diesen Leuten, die nur mit ihren kognitiven Argumenten ankommen und so abgetrennt sind von allem, was lebendig ist. Weil die werden, wenn wir denen die Macht überlassen, dann wird aus unserer Welt sowas wie eine Welt von Automaten. Denn
Denn die Leute, die diese künstliche Intelligenz entwickeln, also diese Computerspezialisten, die haben eine eigenartige Beobachtung gemacht. Die haben gemerkt, dass sie bei der Entwicklung dieser künstlichen Intelligenz, dieser Automaten und Roboter nicht weiterkommen. Da gibt es so eine Art Deckeneffekt. Bis dahin kann man das treiben, aber weiter geht's nicht. Und jetzt haben sie wohl offenbar auch rausgefunden, was der Grund dafür ist, dass es nicht weitergeht. Und halte dich fest, die haben keine Empfindungen. Die haben keine Bedürfnisse. Die haben deshalb auch keine Empfindungen, weil sie keine Bedürfnisse und Empfindungen haben, können sie sich auch nichts ausdenken. Also deshalb sind die auch nicht kreativ, weil das kann man ja nur, wenn man irgendwas in sich hat, was dann irgendwie umgesetzt werden will. Die können nichts sich ausdenken, weil sie ja gar nichts in sich haben, was sie antreibt, von innen her. Immer nur von außen programmiert. Ja, und wenn man das nicht hat, dass man keinen Willen hat, dass man gar nicht eine Vorstellung, eine Fantasie oder was hat, wie das gehen könnte, dass man endlich sein Bedürfnis auch verwirklicht, dann kannst du niemals den Willen aufbringen, es auch zu tun. So, und das sind jetzt die Teile, wo wir uns wirklich von diesen Maschinen unterscheiden. Ne? Dass wir Bedürfnisse und Empfindungen haben, dass wir Fantasie haben, wie wir und Kreativität. Und dass wir eine Intentionalität haben, also einen Willen entwickeln können, um das auch umzusetzen. So, und dann sage ich dir, das geht alles, das kommt alles aus uns raus. Das ist das, was uns von den Maschinen unterscheidet. Die werden von außen programmiert. Da kommt nichts von innen raus, deshalb sind sie ja tot. So, und jedes lebendige Wesen hat zumindest dieses Bedürfnis, am Leben zu bleiben. Ja. Nicht mal das kann man in so einen dusseligen Roboter rein programmieren, weil wenn man den Stecker rauszieht oder ihn nicht mehr auflädt, ist er sowieso futsch. Macht dann nichts mehr. Ja, bei diesen künstlichen Intelligenzen geht es ja immer um 0 und 1. Also mal platt gesagt. Ja, und die lernen eine komplizierte Welt zusammenbauen aus lauter 0 und 1. Genau. Und wir benutzen ja diese Maschinen eigentlich, um uns das Leben leichter und bequemer zu machen. Und in unserer komplexen Welt sind oft Lösungen nur links oder rechts oder 0 oder 1 eben. Und deswegen, glaube ich, werden die schon in vielerlei Hinsicht eingesetzt, um Prozesse effektiver zu machen und schneller zu machen und uns Möglichkeiten zu bieten, an komplexere Lösungen dran zu kommen. Aber was ich auch glaube, und sie werden ja auch schon benutzt, um uns Menschen zu optimieren, in Anführungsstrichen. Also davon träumen manche, ja. Ja, gut. Sprecher und Gehör implantierte Maschinchen und so weiter, das ist ja schon alles da. Und es macht uns ja nur das bestehende Leben sozusagen einfacher. Aber was natürlich nicht da ist, ist mehr das, was das Weiche ist, das Mitmenschliche, das Kreative, was du gerade genannt hast. Und wahrscheinlich auch das Lebendige. Ich meine, für Kinder bauen wir immer Abenteuerspielplätze. Und was machen wir? Wir isolieren uns noch weiter und reduzieren unsere Umwelt immer noch mehr auf einzelne Bereiche, in denen wir Experten sind oder in den Bahnen, in denen wir uns bewegen oder die Umwelt noch steriler machen. Und da, glaube ich, können dann Maschinen schon Teile von unseren unbequemen Arbeiten übernehmen. Aber ja, irgendwann ist halt schon die Frage, warum lebe ich eigentlich noch? Ist das ein Utilitarismus? Ist das ein Umzu? Oder habe ich in mir noch irgendwie einen tieferen Sinn, den ich auch erleben kann? Bin ich noch ein Individuum oder bin ich nur noch Maschinen unterstützt? Ich wäre da viel radikaler. Ich würde sagen, dass jemand, der in dieser Weise nur noch funktioniert und keinen Zugang mehr zu seiner eigenen Lebendigkeit hat, der seine lebendigen Bedürfnisse unterdrückt hat, so jemand lebt zwar noch, aber der ist nicht mehr lebendig. Und das würde ich auch in aller Schärfe sagen. Das ist nicht etwas, wo man sagt, nice to have oder not to have. Es geht nicht um die Frage, wie lange wir leben. Das,
das hatte ich vorhin schon angedeutet, das geht nicht darum, wie lange wir leben, weil du kannst auch unendlich lange leben und ein furchtbares Leben haben. Du kannst aber auch sehr kurz leben und es war ein unglaublich ausgefülltes und schönes Leben. Und wenn wir das nicht lernen, uns an der Lebendigkeit zu orientieren, die uns das Leben bietet, sondern uns mit Maschinen verwechseln, die möglichst lange Laufzeiten haben sollen, dann haben wir uns verirrt, hoffnungslos verirrt erstmal. Und dann wieder zurück zu euren Gemeinschaften, wo ich dann doch überall gemerkt habe, so gut oder so schlecht es denen gelingt, dieses gemeinsame Anliegen zu formulieren, sie versuchen wenigstens nicht in diese Denkmuster reinzukommen, mit denen sie groß geworden sind. Also sie versuchen was Neues. Ja, und das muss auch ausprobiert werden, das muss auch nicht so verbissen ausprobiert werden, eher lieber ein bisschen spielerisch. Aber das ist der Weg, wo es hingeht. So, und wenn wir jetzt uns anschauen, wie uns das alles hat passieren können, dann hatten wir vorhin schon gesagt, das eine, was so ein bisschen doof ist, ist, dass wir versuchen, sozusagen Gesellschaften zu ordnen. Wahrscheinlich seit der Sesshaftwerdung haben wir das immer wieder gemacht. War ja auch sehr erfolgreich. Führt dann dazu, dass die, die unten sind, auch immer es nicht so gut haben. Ein Sklave hat es nicht so gut. Der will dann Oberaufseher werden. Und dann muss er noch eine Stufe höher. Und diese Karriereleitern gibt es schon seit Ewigkeiten. Und man kommt dann nur am besten hoch, wenn man sich anstrengt. So, und jetzt, das ist der Grund für unsere Effizienz und angestrengte Kultur. Wir wollen auf dieser Leiter hoch, in drei Teufelsnamen. Weil die Leitern, wir haben zwar jetzt ein demokratisches System, aber die Leitern sind ja alle noch da. Berufsmäßig und in allen anderen Bereichen auch. Manche Leute wollen auch in der Familie auf der Leiter ein Stückel hoch. So, und auf der Leiter kommt man nur weiter, wenn man sich anstrengt und auch die Ellenbogen ausfährt, damit die anderen dann nicht so schnell vorwärts kommen. Und am allerbesten kommt man vorwärts, wenn man was erfindet oder was Neues in die Welt bringt, was andere gebrauchen können. So, und wenn das Menschen überall auf, das war so erfolgreich, dieses Modell, deshalb hat sich das überall drüber gelegt. Also nur Gesellschaften, in denen diese Hierarchien nicht ausgebildet worden sind, kennen das nicht. Also vielleicht auf ein paar Südseeinseln, native Völker, vielleicht im Amazonas oder so. Und das, was wir heute so als Jäger und Sammler bezeichnen, das heißt ungefähr 90, wenn wir sagen, Menschheit ist 100.000 Jahre schon da, als Homo sapiens, 90.000 Jahre davon haben wir als Jäger und Sammler verbracht, also die größte Zeit. Und da gab es diese individualisierten Gemeinschaften. Da musste kein Anführer her. Da war es noch so wie bei diesen nativen Völkern, jeder konnte was anderes, alles wurde gebraucht und jeder hat die Führung in dem Bereich übernommen, wo er sich gerade auskannte, je nachdem, was sie gemacht haben. Und dann haben sich diese Hierarchien ausgebildet mit der Sesshaftwerdung. Und da war auf einmal der Schafzüchter und der Ackerbauer, denen ist die Macht zugefallen. Die mussten sich gar nicht anstrengen, die mussten sie sich auch nicht nehmen, sondern die haben ja plötzlich dafür gesorgt, dass alle genug zu essen hatten. Und dann hat man diese Hierarchien und so ist es dann weitergegangen. Und das ist die eine problematische Entwicklung. Wir können aber auch gleichzeitig schon sagen, wenn das jetzt immer so weitergeht, dann landet man, weil ja immer wieder neues Wissen, neue Entdeckungen, neue Erkenntnisse von diesen Gesellschaften in immer atemberaubenderem Tempo produziert werden, landet man am Ende in einer Welt, die ist globalisiert, digitalisiert und da ist alles von allem abhängig. Und eines geht, und da sind wir jetzt angekommen, und eines geht in dieser Welt nicht mehr, die Hierarchie. Weil die ist zu lahm, die ist zu starr, die kann mit so einer Geschwindigkeit der Veränderungen überhaupt nicht umgehen. Und was wir aber beobachten, ist eben, dass es immer wieder einzelne Gesellschaften gibt, die in dieser Verwirrung, die da jetzt auftritt, weil die Hierarchien nicht mehr funktionieren, jetzt rufen, sie möchten gerne wieder eine Hierarchie haben mit einem ordentlichen Anführer. Das ist das eine Problem. Und dann gibt es noch ein zweites, das ist eigentlich fast noch ein bisschen tiefgreifend. Ich finde es auch interessanter, dass es zwei Erkenntniswege gibt. Also wir wollen ja die Welt auch erkennen. Wir wollen ja das, was uns da umgibt, begreifen. Und da gibt es zwei Wege. Der eine Weg, den haben wir hier im Westen beschritten. Der war auch sehr erfolgreich und der besteht darin, dass man die Dinge, die man sieht, zerlegt. Analytisch nennt man das.
Ja, als Hirnforscher, ich kann ein Lied davon singen. Ich habe diese 30 Jahre als Hirnforscher mit nichts anderem zugebracht, als mit dem Zerlegen. Und wir haben immer feiner zerlegt. Am Ende haben wir die Zellen, die einzelnen Nervenzellen da aus dem Hirn rausgeholt, dann haben wir die Zellkerne rausgeholt, dann haben wir die DNA rausgeholt und dann haben wir die DNA noch in ihre Einzelteile zerlegt. Und immer in der Hoffnung, wenn wir die ganzen Dinge in ihre Einzelteile zerlegt haben, haben wir sie dann erkannt. Und am Ende ist dieses lächerliche Phänomen rausgekommen, dass in der FAZ, als sie das Human Genome endlich durchsequenziert hatten, da war die ganze Seite voll mit diesen Buchstaben, Anfangscodes für diese Dinge und man hatte nichts verstanden. Man hatte lediglich gemerkt, dass man da etwas hinterhergerannt war, was eine falsche Vorstellung war, weil der Mensch, so stellte sich dann heraus, hat nicht viel mehr Gene als ein Fadenwurm. Also die Gene war nicht das, jetzt muss man gucken, wie werden denn die Gene reguliert. Jetzt kommen wir schon auf die nächste Ebene. Und dieses Zerlegen der Welt in ihre Einzelteile führt dann auch dazu, dass lauter Fachdisziplinen entstehen mit lauter getrennten Zuständigkeiten. Ich war Hirnforscher und als ich angefangen habe, solche populärwissenschaftlichen Bücher zu schreiben, bin ich schief angeguckt worden und wurde von meinen Kollegen nicht mehr als richtiger Hirnforscher betrachtet. Weil über den Tellerrand darf man dann nicht. Wenn man Hirnforscher ist, hat man gefälligst, Schuster, bleib bei deinen Leisten, dort weiterzumachen. Sonst wird das gefährlich. Und zwar haben die dann alle Angst davor, wenn da einer, wenn die alle sozusagen in ihren unterschiedlichen Fachgebieten herumfummeln, da kann sich ja gar keiner mehr so richtig als König da drin aufspielen. So, und das, da wird alles zerlegt. Und im Grunde genommen ist das Zerlegen etwas, wo als Nebeneffekt rauskommt, dass man, wenn man es zerlegt hat, man auch erkannt hat, wie man es manipulieren kann. Ich habe jahrelang am serotonergen System gearbeitet und wollte verstehen, wie das serotonerge System funktioniert, habe Kongresse besucht, es gibt ganze Zeitschriften dafür. Und wenn man dann genauer guckt, wofür dient das alles, dann muss, das heißt, gibt es nur eine Antwort, Psychopharmaka. Das war alles Forschung, die diente dem Zweck, irgendwie in die Hirnabläufe eingreifen zu können. So, und das ist der eine Erkenntnisweg, der ist in der westlichen Welt eigentlich fast der einzige geblieben und sehr erfolgreich durchgezogen. Es gibt aber noch einen anderen und der hat sich in der östlichen Welt stärker behauptet. Und da versucht man Erkenntnis dadurch über ein bestimmtes Phänomen zu erlangen, indem man sich fragt, wie das in das Ganze eingebettet ist. Völlig anderer Weg. Ne? Dann frage ich nicht, wie ist denn das Hirn von Gerald Hüther in Scheibchen zerlegt und in Einzelteile zerlegt, wie funktioniert das, sondern ich frage, wo hat denn Gerald Hüther im Laufe seines Lebens bestimmte Probleme gehabt und dafür bestimmte Lösungen gefunden, mit denen er bis heute noch rumrennt? Welche anderen Personen waren da maßgeblich? Woher kommt seine Liebe zur Natur? So, und da stelle ich ja plötzlich ganz andere Fragen. Ich verstehe aber Gerald Hüther mit seinem Hirn auf einmal. Und wenn ich dann so einen vor mir habe, der Gerald Hüther heißt und dann ein bisschen merkwürdig wird, weil er also anfängt, eine Depression zu entwickeln, da komme ich nicht auf die Idee, dass auf dieses Frontalhirn und die Hypofrontalität, die man da mit funktionellem Kernspinn messen kann, zu schieben, sondern dann frage ich, wo hat denn jetzt Gerald Hüther in der Welt, in der er lebt und in die er eingebettet ist, nicht mehr das gefunden, was er eigentlich gebraucht hätte? Ach, das ist eine völlig andere Vorgehensweise. So, und jetzt müssen wir einfach, dann mache ich auch Schluss mit dieser langen Rede. Da geht es jetzt nicht darum, dass man sagt, das eine ist gut und das andere ist schlecht. Das ist so wie vorhin mit den kognitiven Strategien und den Empfindungen. Nicht das eine ist gut und das andere ist schlecht, sondern wir müssen aufhören, es getrennt zu haben. Das muss zusammen. Wir müssen wieder in der Lage sein, gleichzeitig analytisch uns bestimmte Dinge anzugucken und zwar mit einem scharfen, sauberen Blick und gleichzeitig aber auch immer das Ganze im Blick haben. Und immer fragen, wie ist das in das größere Ganze eingebettet? So. Und dann kann das was werden. Und das wird diese Gesellschaft nicht lernen. Da muss es Vorreiter geben, die das machen.
die werden auch nicht an den Universitäten in Positionen kommen, wo das dann geht, sondern das sind, glaube ich, dann Menschen, die anders miteinander umgehen, die anders zusammenleben, die das nicht mehr brauchen. Die müssen nicht alles zerlegen, damit sie endlich wissen, wie es funktioniert und dass sie es dann auch entsprechend gut manipulieren können. Und die müssen auch nicht das Denken, Fühlen und Handeln ihrer Mitglieder voneinander und vor allen Dingen auch der in diese Gemeinschaften hineinwachsenden Kinder so voneinander trennen, dass da am Ende Leute mit kognitiven Fähigkeiten herauskommen, die die größten Verbrecher werden. Ja. So einmal einen Riesenbogen. Manchmal rede ich mich richtig in Rage. Das war sehr interessant. Ich habe dir folgen können und es war spannend zu sehen, wie wir ins rausmanövrieren aus eigentlich aus dem eigenen Körper und aus unserer Ganzheit hin ins Funktionale. Aber ich habe jetzt dann doch noch eine Frage. Wenn wir das jetzt also verstanden haben, dass wir nur als Einheit sein könnten und eigentlich nur dann Mensch sind, wenn wir uns nicht mehr einem Paradigma unterwerfen, das da schneller, höher, weiter heißt, beziehungsweise Konkurrenz und Leistung. Wenn ich da also bin und zum Beispiel in einer Stadt lebe, in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung und im hypergetakteten Rhythmus in meinem Hamsterrad renne. Ich frage mich dann schon ganz genau, wie stelle ich es dann an, dass ich aus mir heraustrete sozusagen? Ich habe da kann ich dir sagen, hast du keine Chance, weil du hast dich entschlossen, in der Stadt zu leben und diesen Zirkus mitzumachen. Aber mehr als die Hälfte aller Menschen leben in der Stadt inzwischen. Ja, ist ihr Bier. Das ist, du musst ja da nicht auf dich dazu setzen. Du musst eine Entscheidung für dein Leben treffen, nicht für alle anderen. Und wenn alle in die Stadt rasen, bitte, dann such dir einen anderen Platz, wenn es dir dort nicht gefällt. Dieses immer zu gucken, was alle anderen machen, hilft uns hier nicht weiter. Wir leben in einem Zeitalter, wo wir uns sozusagen in unserer Einzigartigkeit begreifen müssen und wo wir jeder für sich eine Entscheidung treffen muss, wie er und wofür er leben will. Und zwar so, dass es nicht nur für ihn gut ist, sondern auch für alle anderen, mit denen er zusammenlebt, auch für alle anderen Lebewesen auf diesem Planeten. Da müssen wir hin. Und da ist die Frage, in der Stadt oder nicht in der Stadt, ist ja eigentlich obsolet. Da heißt die Frage, warum musst du denn jetzt in die Stadt, wenn das vielleicht auf dem Land viel besser geht? Oder was kannst du, wenn du dieses Anliegen hast, in der Stadt dann besser? Und dann kommt immer diese Schreckensvorstellung, in meinen Augen Schreckensvorstellung, dass es immer noch so viele Leute gibt, die glauben, sie könnten andere Menschen verändern, die Welt retten und was nicht alles. Und da, es tut gut und es macht das Leben viel leichter, wenn man sich von dieser bescheuerten Vorstellung verabschiedet. Du kannst keinen anderen Menschen verändern. Du kannst ihn mit Belohnungen und Bestrafungen, also mit Dressurmethoden, dazu bringen, dass er die von dir gewünschte Form vorübergehend annimmt. Manche halten das dann für eine Veränderung, dass der endlich so ist, wie sie sich das durch Belohnungen und Bestrafungen herausgeformt haben. Aber wenn du wieder weg bist mit deinen Belohnungen und deinen Bestrafungen, dann schnippst der wieder zurück in sein altes Muster. Der hat sich nicht verändert. Und der Einzige, der sich wirklich verändern kann, ist eben immer nur diese andere Person. So, und da komme ich wieder zu dem, was wir vorhin bei diesem Computergespräch schon angeschnitten haben. Du wirst dich aber nicht ändern in deinem Leben, wenn du das nicht wirklich willst. So, also erstmal musst du es wollen. Aber kannst du denn eine Veränderung in deinem Leben wollen, wenn das, was dir dann als Ergebnis dieser Veränderung vor Augen erscheint, nicht tausendmal attraktiver ist als das, was du jetzt hast? Du wirst dich nur verändern, wenn es hinten besser ist. So. Und da, deshalb habe ich mein Beispiel gehabt. Menschen stecken bis hier im Sumpf ihrer sonderbaren Lösungen, die sie gefunden haben und wagen sich nicht raus, weil sie nicht wissen, ob es da draußen besser ist, weil da ist jetzt Wind und Regen und Abgründe und so bleiben sie im Sumpf sitzen, ist es immer noch besser. So. Und deshalb gehen nicht in der Veränderung. Und die Veränderung, die du dir wünschst, das heißt ja immer, man muss die Veränderung selber sein, die man sich wünscht, ja, klar. Das ist ein Plädoyer für mutig sein. Das ist ein Plädoyer für Neugier.
Das ist ein aus der Komfortzone rausgehen, etwas wagen, glaube ich. Also bei den Lernorten und auch in der Gemeinschaft, in der ich wohne, haben wir viele Menschen, die sagen, ich hätte ja nie gedacht, dass. Also es ist manchmal jenseits der Vorstellungskraft, aber man muss ja da erstmal hinkommen. Also der Wille muss in sich, in einem selber schon mal gepflanzt sein, sich in etwas Ungewisses zu wagen. Genau, die sind schon relativ weit, sonst würden die ja gar nicht zu euch kommen. Aber ihr habt dort dann auch Bedingungen, wo die relativ schnell, jedenfalls viele von denen relativ schnell merken, boah, das ist viel schöner als das, was ich vorher hatte in der Stadt oder in der Isolation, in der ich vorher gelebt habe. Und dann wird man mutig, dann geht man noch einen Schritt und noch einen Schritt und dann kommt man in eine Zukunft, die ist dann jetzt schon real. Du musst ja nicht warten, bis die alle in der Stadt sich auch verwandelt haben. Sondern das hast du jetzt mit dieser kleinen Lebensgemeinschaft, habt ihr ein Zukunftsmodell gebaut, in dem ihr schon lebt. Es kann in Frankfurt noch 50 Jahre dauern, bis die so weit sind. Aber lass sie doch in Frankfurt machen, was sie wollen. Hauptsache ist, sie gehen euch nicht auf die Nerven. Ja, also weil ich vorher mal die Abenteuerspielplätze für Kinder angesprochen habe, eigentlich brauchen wir die für Erwachsene auch, weil dann, nur dann, also äußerlich und innerliche Abenteuerspielplätze, nur dann haben wir eine Chance, irgendeine Lebendigkeit wieder zu entdecken oder auch einen Moment von Aha oder Erstaunen, was wir ja, wie du vorher gesagt hast, schon so oft weggepackt haben, weil ich glaube, was wir merken, in vielen, sagen wir mal, sozialen Settings, die wir so kreieren, werden uns erst durch extremere oder andersartigere Situationen und im Spiegel von anderen Dinge über uns selber klar, die vorher gar nicht klar waren und die uns dann praktisch die Augen öffnen, einen nächsten Schritt zu gehen. Und da kommen wir wieder an den Punkt, dass wir das manchmal gar nicht alleine mit unserem neu zu strukturierenden Hirn machen können. Wir brauchen immer die Beziehung mit den anderen. Und vielleicht braucht es neben der Neugier, also dem inneren Willen, einfach dieses Geflecht auch von Andersartigen und dem Mut, sich gegenseitig ein Spiegel zu sein, ein Kritiker zu sein, eine andere Art von Freundschaft aufzubauen. Auch eine andere Art von innerer Lebensmatrix zu haben, die nicht Krieg heißt, sondern die Frieden heißt. Ja? Und ich glaube, die Gemeinschaften und Lernorte, wofür wir ja heute Abend auch sprechen, sind schon so Inseln, wo ich nicht sagen würde, da gelingt alles, aber vieles wird einfach in Frage gestellt. Und es gibt Spielräume zum Ausprobieren. Und es ist wirklich auch schwer, solche Lernorte, in diesen Lernorten diese andere Kultur aufzubauen, weil ihr sozusagen von lauter Unkrautäckern umgeben seid. Oder von Dschungel, der da euch zuwächst mit seinen, also mit diesen Idealen der westlichen Konsumgesellschaft seid ihr ja sozusagen umgeben. Und das ist deshalb nicht so ganz einfach. Und das, was wir vielleicht zum Schluss noch hier reinwerfen könnten, ist das, was da immer so einfach klingt, wenn du den Frieden in dir selbst nicht gefunden hast, kannst du auch im Außen niemals friedlich sein. Das hört sich aber noch ein bisschen abstrakt an. Deshalb würde ich das gerne mit dir mal zusammen runterbrechen, sodass es handhabbar wird. Und da gibt es eine Beobachtung, die ich mache und die ihr sicherlich auch in euren Gemeinschaften kennt. Es gibt immer wieder einzelne Menschen, die sind unglaublich wertschätzend und liebevoll zu anderen. Die werden auch gemocht in diesen Gemeinschaften, weil die so offen sind und so vorurteilslos und die machen andere niemals zu Objekten. Und wenn man da jetzt genauer hinguckt, merkt man, was die wirklich auszeichnet, ist, dass die liebevoll zu sich selber sind. Ich habe noch nie jemanden gefunden, der nett zu anderen und lieb zu anderen war, wenn der nicht es für sich selbst hingekriegt hatte, lieb zu sich selbst zu sein. Und liebevoll zu sich selbst sein ist auch noch nicht so einfach handhabbar und deshalb ist vielleicht der schönere, einfachere Weg, dass man sich in so einer Gemeinschaft gegenseitig ermutigt.
dass jeder dem anderen ein bisschen Rückenstärkung dabei gibt, doch künftig eher nur noch das zu tun, was ihm gut tut. So, und dann muss man sich ja fragen, was mir gut tut. Und dann merkst du, wenn ich mich frage, was mir gut tut, dann tut es mir gut, wenn du mich anlächelst. Und dafür kann ich dich anlächeln. Und es tut mir gut, wenn ich weiß, dass du mir nichts Böses willst. Und es tut mir auch gut, wenn ich nur noch Dinge esse, mit denen ich, die mir gut tun. Also dann immer nur essen, weil jetzt man gerade am Bäckerladen vorbeikommt, tut mir nicht gut. Ich muss auch nicht mit Leuten essen, die mir nicht gut tun. Und auch nicht zu Zeiten, die mir nicht gut tun. Und ich muss auch nicht irgendwelche Geräte anschalten und mir irgendwelche Sendungen anschauen, die mir nicht gut tun. So, und dann merkt man plötzlich, wow, da kann ich unglaublich vieles, was ich so mache tagtäglich, das kann ich einfach weglassen. Brauche ich nicht. Und da kommen dann manche und sagen, hey, das ist aber jetzt egoistisch. Du denkst ja nur noch an dich selbst. Und da, den Zahn muss man diesen Leuten ziehen, weil der Egoist sich dadurch auszeichnet, dass der auf Kosten von anderen sich bereichert. Der Egoist braucht die anderen. Der will von denen etwas haben. Aufmerksamkeit, Bewunderung oder irgendwas, was die dir hinter dem hertragen. Derjenige, der anfängt, liebevoll mit sich selbst zu sein, der braucht niemand. Es geht im Wald. Es geht in jeder kleinen Gemeinschaft. Liebevoll zu sich selbst ist kein Thema. Kannst du sogar im Knast, also selbst unter schrecklichen Bedingungen, wo jeder sagt, wie soll man denn das? Nein, kannst du überall. Auch mitten im Hamsterrad kannst du dir es gönnen, dass du sagst, ja, ich muss hier 7 Stunden, muss ich da jetzt hier, sonst habe ich kein Geld. Aber in der 8. Stunde, dann bin ich da raus. So, und dann mache ich was, was mir gut tut. Und dann treffe ich mich mit Freunden und dann nutze ich die Zeit, die ich dann plötzlich gewonnen habe, weil ich nicht mehr vom Internet her rumgurke, um mal mit den anderen was zu machen, um mal ein Buch zu lesen und. Und dann erlebe ich mich plötzlich wieder als jemand, der nicht mehr bedürftig ist. Das ist eigentlich der Schlüsselbegriff. Die anderen, diese Egoisten, sind ja bedürftig. Auch die, die Macht haben wollen und die andere beherrschen wollen und die dauernd von anderen gesehen und gewertschätzt werden sollen. Lauter Bedürftige. So, aber wenn du das fertig bringst, liebevoll mit dir selbst umzugehen, dann stillst du ja deine beiden lebendigen Grundbedürfnisse. Du verbindest dich wieder mit dir selbst, fragst dich, was dir eigentlich gut tut, kommst dann drauf, dass es da irgendwas gibt, deine Entdeckerfreude, deine Gestaltungslust, deine Sinnlichkeit, was du alles bisher gar nicht mehr leben konntest und gibst dem jetzt Raum, das bist du, der das gestaltet. Plötzlich wirst du ein autonomes Wesen wieder, gehst ja auf den Weg in die Freiheit und gleichzeitig verbindest du dich ja wieder mit dir selbst. Und damit hast du die beiden lebendigen Grundbedürfnisse nach Verbundenheit und nach Autonomie gestillt in dir selbst. Und dann bist du kein Bedürftiger mehr und dann brauchst du nichts mehr von anderen haben zu wollen. Also ich sage auch nochmal extra dazu, Anerkennung, Wertschätzung brauchst du auch nicht mehr. Sondern du bist jemand, der jetzt was verschenken kann. Und das macht diese Menschen aus. Die liebevoll mit sich selbst umgehen, haben etwas zu verschenken. Die brauchen nicht ständig mit anderen zu verhandeln. Und das ist eine unglaubliche Freiheit, die sich dann auftut. Und ich glaube, dass das die Voraussetzung für ein Zusammenleben in Gemeinschaften ist, wo jeder Einzelne das Gefühl hat, dass er sich auf diese Verbundenheit in der Gemeinschaft hundertprozentig verlassen kann, aber auch deshalb nur, weil er selbst mit sich gut verbunden ist und wo er sich auch darauf verlassen kann, dass er in dieser Gemeinschaft so viele Anregungen kriegt, dass der wie noch nie in anderen Zeiten über sich hinauswächst und Kompetenzen erwirbt und autonom wird und frei wird, wie er sich das hätte gar nicht vorher vorstellen können. So. Aber das wäre schon toll, wenn er das hinkriegt. Das ist das Modell, was man wollen können müsste, damit man aus diesem Krisenmodus herauskommt, in dem wir im Augenblick hier alle gefangen sind. Ja, vielen Dank, Gerald. Ich glaube, das ist das Weiseste und Vernünftigste und Schönste, was du uns heute Abend mitgeben konntest. Eine innere Führung, die wir aus uns selber kreieren können, um in dieser Krise zu uns selber zu finden und
mit unserer Mitwelt in Beziehung zu treten. Wir haben jetzt eine ganz schöne Reise gemacht, historisch und anatomisch und aus dem Skelett heraus des Menschen. Ich bin ganz angetan und berührt und mag eigentlich auch gar nicht mehr so viel dazufügen. Wir haben angefangen mit Gemeinschaft und Sinn und sind jetzt bei der Liebe gelandet. Ich glaube, das ist etwas, was wir alle brauchen können in dieser Zeit, auf allen Ebenen. Es war ganz wunderbar, dass du da warst. Und nochmal, damit wir den Bogen zu euren Gemeinschaften kriegen. Das ist alleine furchtbar schwer, dieses liebevoll zu sich selbst zu sein. Wenn sich aber eine Gemeinschaft zusammentut und sich die Menschen versprechen, einander dabei zu helfen, dass jeder von ihnen noch viel besser lernt, auf sich selbst aufzupassen und liebevoll zu sich selbst zu sein, dann kriegt das eine Kraft. Dann können sich die Leute auch wirklich entwickeln, aus ihren Verwicklungen befreien. Und dann ist Entfaltung das Automatische. Also als Biologe heißt die Botschaft, alles, was lebendig ist, entfaltet sich. Das ist das Kennzeichen von Entfaltung, also von lebendig sein, dass es sich entfaltet. Jetzt haben wir den Frühling wieder, geht mal raus und guckt euch an, was da alles drückt und raus will. Und wir sind wohl die einzige bescheuerte Spezies auf diesem Planeten, die diese Entfaltungsprozesse systematisch und dann auch noch scheinbar mit kognitiven Fähigkeiten unterbinden, unterdrücken und blockieren kann. Und das, wenn wir das schaffen, dass das aufhört und wenn es auch erstmal in einer kleinen Gemeinschaft ist, dann beginnt dort die andere Welt. Ich glaube, damit hast du jetzt ganz vielen Zuschauerinnen und Zuschauern Mut gemacht, nächste Schritte zu gehen. Und wir haben vielleicht die Chance, in den nächsten Tagen mit den Lernorten solche Gelegenheiten zu bieten und solche Orte anzubieten, an denen sowas passieren kann. Weil dort gibt es Menschen, die sich aufgemacht haben, etwas anders zu tun und Dinge zu hinterfragen, sodass wir zumindest, um dann bei deinen Worten zu bleiben, Dünger ins Hirn kriegen, damit sich wieder was tut und wir zu unserer Lebendigkeit zurückfinden, die wir ganz oft verschütten oder ignorieren. Vielen Dank, Gerald, dass du da warst. Ich habe dich und das, was du gesagt hast, sehr genossen und ich glaube mit mir ganz viele andere auch. Ich lade dich gerne mal wieder ein, in unsere Dörfer zu kommen und zu gucken, ob wir uns auf den Weg gemacht haben, den du vorher skizziert hast und uns vielleicht auch begleiten kannst. Wir bieten morgen auch um 17 Uhr den nächsten Talk sozusagen hier und da geht es auch um Bildung, freie Schulen und freie Bildung. Da kommt dann der Rüdiger Bachmann und sagt, stell dir vor, es ist Schule und jeder will hin. Da plaudern wir aus der Tempelhofschule, die auch eine freie Schule ist und die es ein bisschen anders versucht, als nur an den Stäben die jungen Sprösslinge hochziehen. Ich hoffe, das gelingt uns. Falls ihr uns noch unterstützen wollt in unserer Ukraine-Hilfe von Gen aus. Die Gen Europe Crew hat zusammen mit Gen Ukraine Green Corridors aufgemacht. Das sind Bereiche, in denen wir Hilfen für andere Gemeinschaftsmitglieder aus der Ukraine anbieten. Wir haben Unterkünfte organisiert und brauchen dafür einfach Spenden, um diese Unterkünfte gut gestalten zu können. Wenn ihr da uns unterstützen wollt, dann seht ihr jetzt die Bankverbindung unten in der Folie. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr in nächster Zeit zuschaltet. Wir sind die nächsten 9 Tage noch jeden Abend um 17 und um 19.30 Uhr hier zu finden, mit ganz vielen Themen rund um das alternative, gelingende und vielleicht auch das gute Leben. Wir haben ganz fantastische Sprecherinnen und Sprecher aus den Dörfern vor Ort dabei. Das heißt, wir tauchen ein in deren Lebensweise und in ihre Lösungen und auch in ihre Erfolgsgeschichten oder eben auch nicht. Also herzliche Einladung und nochmal, Gerald, vielen Dank, dass du da warst. Es war sehr bereichernd. Und ja, gerne. Vielleicht bis sehr bald. Gerne, liebe Stefanie. Und ich finde es auch schön, wie wir das miteinander gemacht haben. Ich mag diese steifen Sachen nicht. Und das ist ja doch ein bisschen
Hat mir auch gefallen. Locker gewesen und ich entschuldige mich dafür, dass ich manchmal Monologe halte. Das weiß ich auch nicht. Ich kriege das nicht richtig weg. Ich habe immer das Bedürfnis, es so ganz rundherum zu erklären und das dauert dann manchmal im Augenblick. Aber du bist so vernetzt im Hirn, weißt du, da kommt so viel dann. Keine Ahnung. Ich wünsche euch alles Gute, überall, wo ihr eure Gemeinschaften habt und ich bin auch gern weiter und immer für euch da. Ja, vielen Dank. Sehr unterstützenswert, worum ihr euch da bemüht und wenn es mal nicht klappt, man kommt nur durch Ausprobieren weiter und indem man aus den Fehlern lernt. In diesem Sinne, schönen Abend, vielen Dank und alles Gute. Danke, das wünsche ich dir auch und uns allen auch. Hab Mut.